Herzlich willkommen zum Krabbelgottesdienst der Matthäusgemeinde. Das hier ist Rudi Rabe und mich kennen Sie, ich bin Pfarrerin von Kienle. Und wir haben heute ein ganz tolles Thema. Du, ich glaube, hast du irgendwas? Ich glaube, du hast was im Schnabel. Doch, du hast was. Der Schnabel sieht so komisch aus bei dir. Du kannst mich nicht anlügen. Rudi, gib's her. Komm. Ja, komm. Aber du komm. Ah, du hast es mitgebracht, worum es heute geht. Es geht um ein Baby. Ein ganz tolles Baby. Baby Isaak, über den sich nicht nur Rudi so freut, dass er ihn am liebsten mitnehmen würde. Aber das darfst du nicht. Denn Isaak, den brauchen wir gleich noch im Gottesdienst. Und Isaak ist ein ganz toller Name. Der heißt nämlich, er lacht. Alle Eltern lachen, wenn sie ihr Kind zum ersten Mal sehen, weil sie sich so freuen. Wir lachen, wenn wir einen Witz hören. Und wir hören heute eine wunderschöne Geschichte. Und wir können uns darauf freuen. Ist noch was? Du, ich glaube, du bist gerade sehr unhöflich. Du meinst, du sagst die Wahrheit? Ich verrate euch, was er sagt. Er sagt, du bist zu alt für einen Krabbelgottesdienst. Das müssen junge Leute machen. Ein bisschen hast du recht. Aber zum Glück wirst du sehen, da sind noch einige Junge dabei. Ich kann mein Alter nicht ändern. Das wirst du auch mal sehen. Aber guck mal, was die anderen sagen. Und alle, die eine Kindergottesdiensttüte erhalten haben, die können sich den Psalm und das Gebet rauslegen. Denn beides werden wir in diesem Krabbelgottesdienst hören. Und damit ihr in diesem Krabbelgottesdienst, in dem es darum geht, dass Sarah lacht und Isaak seinen Namen bekommt, auch am Anfang schon ein bisschen lachen könnt, erzähle ich einen Witz. Die große Maus und die kleine Maus gehen spazieren. Da fliegt eine Fledermaus dabei vorbei. Da sagt die kleine Maus zur großen Maus: Guck mal, ein Engel. Also, in diesem Sinne wünsche ich allen einen fröhlichen Krabbelgottesdienst. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, lasst uns stampfen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns klatschen, einfach spitze, lasst uns klatschen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns klatschen, einfach spitze, lasst uns klatschen, einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Betet dem Herrn und betet zu ihm. Erzählt allen, was er tut, singt und musiziert für ihn. Erzählt von seinen Wundern, lobt seinen heiligen Namen. Freut euch von Herzen, wenn ihr betet. Denkt an die Wunder, die er getan hat. Denkt an alles, was er getan hat und gesagt hat. Er ist der Herr, unser Gott. Abraham und seine Frau kommen aus dem Land Kanaan und Gott hat ihnen versprochen, dass sie eine große Familie werden. Aber Abraham kann das nicht glauben, denn ihr seht, Abraham hat schon weiße Haare und er ist schon alt. Wie soll ein so alter Mann noch Babys bekommen? Und jetzt seht ihr gleich seine Frau dazu. Moment, das ist der Abraham. Ups, ich stelle ihn mal hin. Ich hoffe, er bleibt stehen. Und seine Frau, das ist die Sarah und die ist genauso alt. Beide zweifeln, dass sie jemals Kinder bekommen werden. Und deswegen beschließt Gott, sie zu besuchen. Die beiden haben ihr Zelt aufgeschlagen, in einem, dort wo es nicht ganz so heiß ist, in einem Hain,
dort, wo viele Bäume stehen. Er heißt Mamre. Und die Bäume geben ihm Schatten, wenn sie draußen sitzen. Und man sitzt meistens draußen in dem Zelt, ist es viel zu heiß. Abraham steht vor seinem Zelt und sagt eines Tages zu seiner Frau, du, ich sehe da Männer kommen. Und richtig, ganz weit in der Ferne sehen sie zunächst einen Mann. Und dann noch einen Mann. Und einen dritten Mann. Abraham sagt, kommt her, setzt euch hin in den Schatten. Wir wollen zusammen speisen. Und Sarah, geh du ins Zelt und guck, was wir unseren Gästen anbieten können. Hier im Schatten ist sich's wohl. Jetzt sitzt ihr, seht, wie sie da sitzen, die drei Männer. Und Abraham vor dem Zelt und Sarah hat das gebracht, was es damals gab. Das müsst ihr euch vorstellen. Feines Fladenbrot, wie ihr es vielleicht nachher auch esst. Und es gab natürlich auch ein bisschen Fleisch zu essen von den Ziegen von Abraham. Und sie kamen ins Erzählen. Sarah selber war nicht dabei. Sie saß im Zelt, aber lauschte. Da sagte einer der Fremden, in einem Jahr kommen wir drei wieder. Und ihr zwei, Sarah und du, ihr werdet einen Sohn haben. Sarah hörte das im Zelt und sie konnte nicht anders. Sie musste einfach lachen. Ich und einen Sohn, wo ich schon so alt bin. Das hörten die Fremden. Und einer der Fremden sagte zu Abraham, glaubt Sarah nicht an Gott? Gott kann alles machen. In einem Jahr werdet ihr einen Sohn haben. Sarah erschrak im Zelt. Was hatte der Fremde gesagt über sie? Und dann schnell sagte sie, ich glaube an Gott, er kann alles möglich machen. Und der Fremde sagte zu ihr, du hast aber gelacht. Mit diesen Worten gingen die drei Männer wieder fort. Ihr könnt euch vorstellen, was geschehen ist. Kaum dass ein Jahr vorbei war, hatten Sarah und Isaak einen Sohn. Und sie nannten ihn nach dem, was sie gemeinsam erlebt hatten. Sie nannten ihn Isaak. Das heißt, sie lacht, weil sie immer daran denken mussten, wie Sarah im Zelt gelacht hatte, als sie gehört hat, dass sie ein Kind bekommen wird. Auch heute lachen viele Eltern, wenn sie ein Kind bekommen. Sie freuen sich darüber, so wie Sarah und Abraham. Auch über dich. Liebe Kinder, liebe Eltern, zu der Freude von Sarah und Abraham über Isaak gibt es ein Lied. Wer eine Kiko-Kohltüte erhalten hat, der hat dieses Lied auch in der Tüte vorgefunden. Alle anderen bitte ich einfach zuzuhören und vielleicht, wenn man es mehrfach gehört hat, kann man sogar mitsingen. Die Melodie ist sehr einfach, sie geht nach einem sehr bekannten Kinderlied. Hopp, 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 Pferdchen, lauf, Galopp. Eins, zwei, drei Männer sind zu Gast bei Abraham, machen die Gäste Rast. Sie bringen frohe Botschaft mit, bald ist das Ehepaar zu dritt. Sarah lacht, weil Gott ein Wunder macht. Wer hätte das gedacht? Was Gott hier wohl möglich macht? Ein Kind soll ihre Freude sein, mit Isaak kehrt lachend ein. Sarah lacht, weil Gott sie fröhlich macht. Ganzes vermischen.
Gut. Noch mehr. Voilà. Noch einmal. Voilà. Noch ein bisschen. Jawohl. Genau 2,50. Wichtig, alles nehmen, auch die Dings rum. Genau. So, soll ich dir helfen, den Dreck runterzukriegen? Du bringst mich zum Lachen, Gott, wenn ich traurig bin. Du bringst mich zum Lachen, weil du Wege weißt, die mir im Traum nicht einfallen würden. Du bringst mich zum Lachen, weil du mir Menschen schickst, deine Boten, die Hoffnung bringen. Amen. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh. Spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Nähe. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. Du hältst zu mir, guter Gott, spür ich tief in mir. Halte zu mir, guter Gott,